Eine eigene Firma zu gründen bedeutet auf der einen Seite, seine eigenen Träume zu verwirklichen, Ziele zu erreichen, unbekannte Länder und Gewässer zu erobern. Auf der anderen Seite bedeutet aber auch, eine eigene Existenz aufzubauen, Krisen zu bewältigen, Stürme des Lebens auch zu begegnen und dort mental stark zu bleiben. Du brauchst also, ähnlich wie ein Leistungssportler, einen starken, einen festen Geist. Und hierfür gibt es das Fachgebiet des mentalen Trainings. Und ich werde dir in diesem Video insgesamt 14 Aspekte aufzeigen, wie du mental noch stärker werden kannst. Und bevor wir nun beginnen, ein paar Informationen noch zu mir, aber auch für dich zum Umgang mit dem Video. Zunächst lade ich dich ein, alle diese 14 Aspekte auch zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ganz wenig vorhanden, 10 ist voll vorhanden. Und wenn du dort in der Mitte bist, bei 5, 4, 7 oder 3, dann gib dir den entsprechenden Zahlenwert. Der Vorteil ist, wenn du fertig bist, kannst du ganz zum Schluss die Stelle oder den Aspekt aussuchen, der am wenigsten vorhanden ist, und dich systematisch von unten nach oben vorarbeiten. Nun ein paar Worte auch zu mir, weshalb mich dieses Thema so stark interessiert. Nicht nur, weil ich viel Kampfsport gemacht habe oder auch Leistungssport, selbst bei der Bundeswehr im militärischen Siebenkampf tätig war, sondern ich habe auch entsprechende berufliche Ausbildung hinter mir, zum Beispiel bei der Bundeswehr die Einzelkämpferausbildung 1 und 2. Dort geht es in der Regel ums Ganze. Du lernst, über deine Grenzen zu gehen, auch dann, wenn du glaubst, dass es nicht weitergeht, dass es doch weitergeht. Auf der anderen Seite bin ich aber selbst auch Unternehmer und habe über 20 Firmen gegründet. Und das, was ich dort erlebt habe, ist nicht die Krise einmal im Jahr, nicht die Krise und die Angriffe einmal im Monat. Heute kommen die fast wöchentlich bis täglich. Und das, was du natürlich brauchst, oder das, was ich gelernt habe, ist, all diese Techniken auch einzusetzen, um stabil und fest zu bleiben. Besonders dann, wenn du für ein Team verantwortlich bist. Denn alle auf deinem Schiff, auf deinem Unternehmensschiff, schauen auf dich als Kapitän des Unternehmens. Fangen wir gleich beim ersten Aspekt an, nämlich zum Zeitpunkt, wenn eine Krise, der Angriff eintritt oder der Misserfolg sichtbar wird. Menschen mit einem schwachen mentalen Training und Zustand versinken im Selbstmitleid und stellen sich die Frage, warum gerade ich, oder die Variation, warum immer ich. Wenn du mentaler stärker sein willst, dann stell dir einfach eine andere Frage, nämlich, was ist hier die Chance, was ist hier die Aufgabe, was ist hier die Lektion, die bisher noch nicht gelernt worden ist. Menschen, die mental stark sind, wissen, dass die gesamte Welt ein wenig aufgebaut ist wie ein Fitnessstudio. Willst du also größere Muskeln haben, brauchst du größere Gewichte, also einen größeren Widerstand. Und das Gleiche gilt für den Geist, für deine Fähigkeiten, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du im Geist von den Fähigkeiten her, von der Persönlichkeit wachsen willst, brauchst du größere Widerstände, Herausforderungen, denen es zu begegnen gilt. Deshalb sind Menschen, die mental stark geworden sind, in der Lage, sofort in der Krise das Saatkorn zu suchen, das den Wachstumserfolg ermöglicht für eine noch größere Gelegenheit. Also suche immer die Chance, freue dich über Angriffe und Krisen, weil du weißt, dass du danach stärker herausgehen kannst. Oder vielleicht, weil es einfach jetzt der Zeitpunkt ist, sich zu verändern, also von der Raupe zum Schmetterling zu werden. Kommen wir zum zweiten wichtigen Aspekt, der dich mental stärker machen kann. Und zwar ist der Umgang und die Bewertung des Wortes Macht. Menschen, die mental schwächer sind, sehen in machtvollen Menschen oder Menschen, die Macht ausüben, Gefahren. Wahrscheinlich werden sie erinnert an ihre Eltern oder Lehrer oder Chefs, die sie unterdrücken. Menschen, die aber mental stärker sind, sagen folgenden Satz. Menschen, die mental stärker sind, wissen, dass die Macht etwas ist, was sie anderen zuschreiben können oder selbst übernehmen können. Sie sagen dann, wem du die Schuld gibst, dem gibst du auch die Macht zur Veränderung. Und wenn du dieses Wort Macht ganz genau einmal analysierst, also vom Wortstamm her, dann wirst du eine enge Verbindung zum Verb machen finden. Und machen bedeutet, selbst eine Umsetzung im Umfeld zu bewirken. Das bedeutet, eigenverantwortlich auch zu werden. Deshalb sind mental starke Leute auch eigenverantwortliche Leute, die niemals die Macht abgeben, sondern sie selbst behalten. Folgende Fragestellung kann also dir helfen, auch hier beim zweiten Aspekt der Macht schneller zum Thema zu kommen und mental stark zu bleiben. Stelle dir aber die Frage, was hast du in der Vergangenheit getan oder unterlassen, damit es zu diesem Zustand gekommen ist oder eben nicht gekommen ist. Also übernimm hier die Verantwortung und lass die Macht bei dir, und zwar über das, was du auch wirklich beeinflussen kannst. Beim dritten Aspekt ist es so, dass mental stark trainierte Persönlichkeiten herausgefunden haben, was sie beeinflussen können und was nicht.
Sie haben also einen Kreis in Ihrem Leben, in Ihrem Gebiet gezogen, wo Sie sagen, innerhalb dieses Kreises, dafür bin ich verantwortlich, denn das kann ich auch beeinflussen. Und das, was außerhalb des Kreises, des sogenannten Circle of Influence ist, das kann ich nicht beeinflussen, das ist nicht meine Aufgabe. Mental untrainierte oder schwache Menschen, die die entsprechende Entscheidung noch nicht getroffen haben, diesen Circle of Influence aufzubauen, die tragen die gesamten Lasten und Schicksale der Weltgeschichte auf ihren Schultern. Denn sie wissen ja nicht genau, wofür sie verantwortlich sind, was sie beeinflussen können und was nicht. Deshalb fühlen sie sich für alles verantwortlich. Und das ist natürlich ein leichter Weg in den Burnout. Beim vierten Aspekt geht es darum, wie Menschen mit Veränderungen umgehen. Mental Starke wissen ganz genau, was Albert Einstein gesagt hat. Wenn man neue Ergebnisse, neue Resultate will, aber immer wieder das Gleiche tut oder im gleichen Gebiet bleibt, wird es unwahrscheinlich, diese neuen Ergebnisse zu bekommen. Es grenzt sogar schon eher an Wahnsinn, Neues zu wollen, aber im alten Gebiet zu bleiben. Mentale, schwache Menschen, die bleiben lieber in der Bequemlichkeitszone und erwarten, wenn sie dieses Gebiet verlassen, eher Risiko, Angst und Panikerfahrung. Menschen, die mental stark sind, wissen, dass draußen die neue Welt, dass draußen die Chance ist, etwas im Leben zu verändern. Wenn du also Neues haben möchtest, dann gilt es auch, aufzustehen, von der Couch, vom Sofa, die Wohnung zu verlassen und ein neues Land zu erobern, neue Dinge zu tun, neue Verhaltensweisen, aber auch Sichtweisen anzunehmen. Beim fünften Aspekt geht es darum, wer genau die Zielgruppe ist, also wem will man es recht machen. Menschen, die mental stark geworden sind, haben daran gearbeitet, auch geübt, Menschen loslassen zu können und es in nicht jedem recht zu machen. Du kannst als Unternehmer nicht alle Kunden bedienen. Du kannst als Arzt nicht in allen Bereichen gut sein und operieren oder Diagnosen und Rezepte verschreiben. Du kannst in einem speziellen Gebiet Experte werden und dort auch dich profilieren und diesen Menschen helfen und dienen. Und denen gilt es auch, es recht zu machen. Ein mental Schwacher versucht es eher allen recht zu machen. Auf jeden wird gehört, jede Meinung wird herangezogen und wenn dort oder hier irgendjemand ein falsches Lied trillert über einen selbst, geht es einem schlecht und schon wird der mental Schwache eher sein gesamtes Leben im schlimmsten Fall danach ausrichten, was ein oder zwei Personen sagen. Das machen mental starke Menschen nicht. Sie gestalten ihre Beziehung und ihr Beziehungsumfeld und ihre Zielgruppe selbst. Beim sechsten Aspekt geht es um den Umgang mit Risiken. Während mental eher untrainierte Menschen Risiken scheuen, weil sie Angst haben, weil eine Niederlage bevorsteht oder weil es eine Gefahr ist, ist es bei mental stark trainierten Menschen eher andersrum. Mental stark trainierte Menschen wissen, dass es da draußen Risiken gibt. Und sie wissen auch, dass eine entsprechende Veränderung oder das Streben nach einem noch größeren Erfolg entsprechende Risiken auch mit sich bringt. Aber sie bereiten sich darauf vor. Es ist keinesfalls so, dass ein mental starker sagt, ich gehe in ein unbestimmtes Risiko. Also ich habe keine Abwägung, keine Analyse, keine Stärken, Schwächen, Risikoanalyse gemacht, sondern sie wissen ganz genau, welche Risiken kommen und treffen dann bewusst die Entscheidung, diese auch in Kauf zu nehmen und bereiten sich systematisch darauf vor. Kein Pilot wird ohne Checkliste und vielleicht ohne Fallschirm ins Flugzeug steigen und starten, sondern er hat immer Plan B, C und D. Beim siebten Aspekt geht es um den Umgang mit der Vergangenheit. Mental starke Menschen haben in der Regel mit der Vergangenheit abgeschlossen und etwaigen Verletzern vergeben. Sie sagen, das war damals, die Vergangenheit ist tot, ich kann da nichts mehr ändern und ich achte auf meine Energie im Heute und für die Zukunftsgestaltung zu nutzen. Mental schwächere Menschen haben diese Entscheidung nicht getroffen. Sie sind immer noch verhaftet in der Vergangenheit. Sie sind verhaftet im Damals. Dort war ja alles besser, viel leichter, viel schöner. Und wenn mir damals das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute nicht hier, sondern vielleicht dort. Damals, damals, damals. Ein mental schwacher Mensch weiß nicht, dass die Vergangenheit ziemlich tot ist und dass sie sich nicht verändern lässt. Der mental Starke hat es gelernt, 99,9% seiner Ressourcen im Hier und Jetzt zur Gestaltung der Zukunft zu machen und vielleicht die 0,1% als Lernkenntnis aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu nehmen, um Fehler nicht zu wiederholen. Entscheidend ist, dass du auch die Entscheidung triffst, deine Zukunft nicht wieder zur Vergangenheit zu machen, weil du dort noch verhaftet bist. Beim achten Aspekt für mehr mentale Stärke geht es um den Umgang mit Fehlern.
Menschen, die mental schwach sind, versuchen Fehler zu vermeiden, denn sie wurden in der Schule, in der Ausbildung ja erzogen, dass viele Fehler schlechte Noten geben. Also ist ihr Verhalten ausgerichtet darauf, keine Fehler zu machen. Und deshalb sind unsere Behörden, unsere politischen Stühle und auch Führungsspitzen in einigen Konzernunternehmen voll mit Menschen, die versuchen, keine Fehler zu machen. Und das sind leider Menschen, die eher mental schwach sind. Menschen, die eher mental stark trainiert sind, sind keinesfalls Menschen, die keine Fehler mehr machen. Ganz im Gegenteil, sie wissen, dass wenn sie ihr bekanntes Gebiet verlassen, in die Veränderung gehen, ins Risiko gehen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, Fehler zu machen. Wenn du das erste Mal in einem unbekannten Gebiet unterwegs bist, mit Wanderung, mit Rucksack, mit Freundenzelten, dann wirst du dich verlaufen. Das ist kein Problem. Aber den Fehler solltest du nicht zweimal machen. Mental stark Trainierte wissen also, dass sie Fehler machen werden und dass sie sich auch mal verlaufen werden. Aber dieser Fehler wird nicht ein zweites Mal passieren. Und das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Der Unterschied zwischen mir und anderen im Vergleich ist nicht, dass ich keine Fehler mache. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich mache die meisten Fehler und das ist auch meine Zielsetzung. Wenn ich neue Gebiete erschließen will, ist es meistens so, weil ich die Zukunft nicht vorhersagen kann, die Tatsache erstmal Fehler zu machen, einen falschen Weg zu finden, erst was auszuprobieren. Aber aus den Fehlern, daraus kann gelernt werden. Und dieser Lernerfolg, der wird in einem neuen Prozess, in neuer Planung, in einer neuen Methode münden, wird dort festgehalten und so wird es beim zweiten Versuch richtig sein. Also ohne Fehler etwas Neues gut zu machen, ist nicht möglich. Wer keine Fehler macht, bleibt ziemlich blöd. Der 9. Aspekt, um mental stärker zu sein, ist der richtige Umgang mit dem Erfolg anderer Menschen. Menschen, die eher mental stark sind, vergleichen sich mit der Person, die Erfolg hat und sagen, oh, die ist so gut, ich bin nicht so gut, ich werde niemals erfolgreich und haben schlechte Gefühle oder werden sogar neidisch oder versuchen hintenrum zu integrieren und die Person wieder klein zu machen. Die spricht also im Netzwerk verbal zum Zertrümmern, damit die Person wieder vom hohen Podest herunterkommt. Wenn du aber zu den mental stark Trainierten gehören willst, dann tu das nicht, sondern dupliziere und vergleich dich nicht mit der Persönlichkeit, also mit der Person an sich. Wohl aber kannst du das, was die andere Person getan hat, also das Verhalten, die entsprechende Vorgehensweise, die kannst du studieren und kopieren. Genauso wird Musik, Klavierspiel, das Singen studiert und kopiert. Genauso wird im Handwerk studiert und kopiert. Genauso wird in einem Kampfsport der Meister studiert und kopiert. Und das machen mentale starke Menschen. Sie wünschen den anderen Erfolg, respektieren auch, wertschätzen das, aber beobachten auch und können gleichzeitig die Frage stellen, was kann ich daraus lernen? Was ist der Mehrwert, den mir der Erfolg einer anderen Person im eigenen Leben darstellen kann, tatsächlich vorhanden? Beim 10. Aspekt für mehr mentale Stärke geht es um den Umgang mit Scheitern. Mental schwach trainierte Menschen neigen dazu, wenn sie gescheitert sind, auch gleich aufzugeben. Sie versagen dann ihrem Erfolg und dann sind sie tatsächlich auch Versager, weil sie Nein gesagt haben zum zweiten Versuch. Menschen mit mentaler Stärke gehen ganz anders vor, wenn sie scheitern. Sie sagen sich beispielsweise Folgendes: Ich habe es beim ersten Versuch mit normalem Energieeinsatz nicht geschafft und ich hatte auch noch nicht die Lernerkenntnisse. Beim zweiten Versuch werde ich jetzt den Turbogang einlegen und aus den ersten Fehlern lernen und noch besser vorgehen. Das heißt, Menschen, die mental stark sind, geben niemals beim ersten Scheiterfall auf, sondern starten dann erst richtig. Beim 11. Aspekt geht es darum, keine Angst davor zu haben, auch alleine zu sein. Mental schwache Menschen haben Angst davor, alleine zu sein. Deshalb schließen sich alles und jedem an. Peergroups, irgendwelchen Gruppen, kleinen Subkulturen übernehmen die Werte, werden vollständig vereinnahmt und letztendlich haben sie aber Angst, sich mit sich selbst, mit ihrer Zukunft, mit ihrem Dasein, mit ihrem Sinn und mit der momentanen Situation auseinanderzusetzen. Wenn du mental stärker werden willst, dann darfst du hier beim 11. Aspekt folgenden Satz dir einfach mal zu Gemüte führen. Wenn ein Mann oder ein Mensch sich erholen will, dann geht er in den Wald und zwar alleine. Dort kann er über sich selbst reflektieren, kann sich Gedanken machen, kann sich mit der Situation auseinandersetzen, kann auftanken, kann einfach aus sich selbst heraustreten und seine momentane Situation, seine Ziele in Frage stellen, überprüfen, neue Wege herausfinden, die Scheuklappen abnehmen und vielleicht offen zu werden für Veränderungen, die er bisher gar nicht im Alltagsstress gesehen hat. Beim 12. Aspekt geht es darum, wie Menschen wie du und ich die Welt sehen. Menschen, die eher mental schwach sind, erwarten von der Welt, dass sie ihnen etwas schuldet und etwas gibt.
Der Staat, die da oben, die Ämter, die müssen mich ja versorgen. Andere müssen mir etwas geben. Die Welt hat doch endlich mal ihre Pflicht nachzukommen, sich um mich zu kümmern. So denken leider häufig mental schwache Menschen. Mental starke Menschen sehen das komplett andersherum. Sie wissen, dass die Welt ihnen persönlich nicht schuldet, sondern ganz im Gegenteil, dass wir auf diese Welt gekommen sind, um unseren Beitrag zu leisten, die Puzzlestücke zusammenzuführen. Sprich, die Welt zu sehen als ein Feedback-Generator. Wenn wir also die Saat ausgeben, das Wachstum zulassen, gibt es entsprechend die Ernte. Es gibt immer eine Ursache und dann die Wirkung. Und wir sind auf die Welt gesetzt, vielleicht mit einem überirdischen Auftrag, die Welt zu verwalten, die Welt zu gestalten und hierfür entsprechende Ursachen zu setzen. Und dann bekommen wir auch die Wirkung. Das bedeutet, mental starke Menschen wissen, die Welt als Feedback-Generator gibt uns als Reaktion eine entsprechende Antwort auf unsere Ursache, die wir zuvor gesetzt haben. Beim 13. Aspekt, um mental stärker zu werden, geht es um die Erwartungshaltung gegenüber Resultate. Mental schwache Menschen erwarten eher sofort Resultate. Ich habe mich ja gestern selbstständig gemacht, warum bin ich heute noch nicht Millionär? Ich habe ja gestern angefangen mit Sport, warum bin ich heute noch nicht fit? Ich habe ja gestern dies, warum habe ich heute noch nicht das? Das machen mental schwache Menschen. Und du ahnst es schon, die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden, ist hier sehr groß. Mental starke Menschen kennen folgenden Spruch. Der Prozess braucht, solange der Prozess braucht. Kein Bauer käme auf den Gedanken, heute zu sehen und morgen zu ernten. Auch die Frau, die schwanger wird, wird dich sagen, oh, so 9 Monate sind mir immer ein bisschen zu lange, ich verkürze das mal auf 9 Wochen. Wenn es dann früher kommt, das Kind, ist es meistens schlecht. Und so ist es auch im Leben. Du kannst zwar die Saat ausbringen, aber bis zur Ernte gibt es den Prozess des Wachstums. Und den gilt zu erforschen. Und wenn du den nicht kennst, heißt es bei der ersten Maßnahme des Saatausbringens zu warten und zu messen, bis die Ernte kommt. Und diesen Prozess zu optimieren, aber verkürzen kannst du meistens nicht. Beim 14. Aspekt geht es um das Thema Glaube. Menschen, die also eher mental schwach sind, sagen, ich glaube nur das, was ich sehen kann. Die sind also verantwortlich, dass erstmal etwas da ist, damit sie glauben, dass es da sein kann. Mental stark trainierte Menschen sehen das genau andersrum. Sie wissen, dass alles, was jetzt da ist, zuvor jemand geglaubt hat. Sie wissen aber auch, dass das, was in der Zukunft kommen soll, die neue Geschäftsidee, das neue Musikstück, das neue Bild, das neue Haus, das gebaut wird, all das, was jetzt noch nicht da ist, in der Zukunft da sein wird, zuerst geglaubt werden muss. Menschen, die mental stark sind, wissen also, dass sie hier oben zwischen den Ohren die Fähigkeit des Glaubens haben, sich etwas vorstellen können. So wie Walt Disney es gesagt hat, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch machen. Alles, was ein anderer Mensch gemacht hat, also tun kann, kannst du auch machen. Und das nutzen wir als Fundament, als Startrampe, um in die Zukunft zu fliegen. Wenn du jetzt, wie ich, hier an den Flipchart schaust, dann wirst du sagen, oh, das ist ja aber ganz schön voll. Und das ist ein wichtiger Beweis. Denn mentale Stärke ist das Zufall. Kommt es herbeigeflogen wie ein Virus oder kriegst du es verabreicht durch Handauflegen beim Papst oder Angela Merkel? Das ist unwahrscheinlich. Mentale Stärke ist kein Glücksfall, kein Zufall. Wird nicht vererbt oder weitergegeben, sondern mentale Stärke ist das Ergebnis eines Trainingsplans. Und das, was ich dir heute geliefert habe, ist zunächst mal ein Plan, nach dem du arbeiten kannst. Und ich hoffe, dass du alle 14 Faktoren auf der Skala von 1 bis 10 skalierend bewertet hast. Bei einigen bist du vielleicht bei 8, 9, vielleicht bei 10. Herzlichen Glückwunsch. Bei anderen bist du nur bei 5, bei einigen bei 2 oder gar 1. Und dort setze an mit einem guten Coach, mit einem guten Trainer. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dich persönlich zu entwickeln oder vielleicht dein gesamtes Team zu entwickeln, so kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur gute Berater und Coaches und Mentoren an Bord, sondern wir haben auch bestimmte Methoden und Tools wie den Birkmann-Test an Bord. Dieser Test kann dir dabei helfen, sichtbar zu machen, was du brauchst, wo die Engpässe sind. Und ein langfristiges, langjähriges Coaching oder Mentoring kann helfen, dass du die Person wirst, die in allen 14 Faktoren auf den Wert 8, 9 oder 10 kommt. Und gern lade ich dich jetzt ein, den Film mit Daumen hoch zu bewerten, unseren Kanal zu abonnieren, uns weiter zu empfehlen und nutze jetzt gerne das kostenfreie Erstgespräch. Direkt unter dem Video findest du den Link. Dein Daniel Schäfer, werde so mental stark, dass du überall 10 Punkte hast, also 140 Punkte.